Es wird immer noch mehr, das verstehe ich nicht. Arbeiten zu langsam, hä? Ja, aber es sind doch jetzt schon 2, 4, 6, 7 Stück. Und hier kommt aber gerade gar nichts an. Ich denke, die Rohre sind zu schwach. Oh, da ist gar nichts drin. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Ich mach mal hier. So. Saug mal in die Richtung. Also, dass wir hier einen Durchgang haben, wo die Strommasten sind. Aber da, wo keine sind, mache ich zwischendurch immer hier so eine Stelle für noch mehr Pumpen. Dann müsstest du doch langsam leer werden. Ich verstehe das nicht ganz. Ja, da ist nichts drin. Da ist 0,5. Habe ich irgendwo was falsch rumgedreht oder so? Nö. Temperatur 15. Die Schlacke hat auch Hitze. Oh wehe, da ist wieder eine Spielmechanik, die ich noch nicht kenne. Ja. Na gut, also das können wir ja noch beliebig hier erweitern. Ich denke, das werden wir auch eine ganze Weile erweitern müssen, um später alles zu bekommen. Stein. Oh. Stein staut sich allerdings jetzt schon. Das stimmt, ja. Stahlkiste doch wieder hin. Die Edelsteine werden jetzt, Quatsch, die komischen Metallknubbel werden vorher ausgefiltert. Das heißt, wir können ab hier wirklich alles einsacken. So. Jetzt könnte man wieder das Problem haben, dass dann nicht genug unten ankommen. Das heißt, wir müssten das Ganze wieder mit einem Schwenker versehen. Oder wir bauen die Kiste einfach nicht hier hin, sondern da hinten an die Ecke. Ecken sind sowieso toller für sowas. Wo ist die Stahlkiste hin? Da. Und wieder ein Angriff. Du. Tu rein. Du bist ein halber, ne? Fast Close Inserter. Du bist ein Very Fast. Ja, dich bewahren für was Tolles auf. So, also es wird reingelegt, es wird draufgelegt, alles ist gut. Und hier sammeln sie das Knubbelzeug. Das heißt, alle arbeiten jetzt wieder, weil sie es auch wieder rauslegen können. Okay. Es wird trotzdem mehr. Und die Dinger laufen noch nicht mehr mit optimaler Leistung, weil das Ding, ja, ist voll. Was jetzt? Jetzt müssten wir eigentlich mit dem Gießen anfangen. Das heißt... Licht. Erstmal Licht, dann können wir gießen. Das hier war die Reihe mit Licht. Das heißt 1, 2, 3, das hier ist die nächste Reihe mit Licht. 1, 2, 3 und das ist die nächste Reihe mit Licht. Überall jetzt Licht machen. Kein Nerv mehr auf Dunkelheit. So. Also hier haben wir flüssiges Eisen. Hier oben kommt flüssiges Kupfer später heraus. Das Ganze wird auf dieser Linie hier gespiegelt. Also zwischen diesen beiden. Da wird es gespiegelt. Einmal unten Eisen, oben Kupfer. Und hier irgendwo ein Bahnhof hin. Aber Kupfer lassen wir erstmal in Ruhe. Forschung. Forsch bitte. Eigentlich Piu-Piu-Zeug. Ja. 100 Hellblautränke müssten wir inzwischen auch, ne? Ein paar haben. Wenn ich mich nicht irre. So. Also, Eisentank ist voll. Hauen wir dir mal noch einen Eisentank hin? Nö, wir haben kein Eisen für den Eisentank. Ja, wir fangen jetzt an, die Eisenplatten zu gießen. Dafür brauchen wir die runden Dinger da, eine Forge. Die Forge kommt. Theoretisch kann die schon hier hin. Oh, wie war das Muster für die Forge? Ich glaube so.
Und so, ne? Muss man kurz unten gucken gehen. Und während ich unten gucken gehe, kein Eisen. Ja, war vielleicht doch ein bisschen verfrüht, das da alles rauszuholen. Also den Knick hier unten zu machen. Das klaue ich auch noch alles. So. Also wir haben es hier gebaut. Mast und direkt dran den. Okay. Dann das Fließband oben. Flüssiges Eisen kommt in unserem Fall dann von unten und Wasser kommt von rechts und links. Okay. Müssen wir uns beeilen. Jetzt geht das da alles den Bach runter. Wir haben kein Eisen mehr für irgendwas. So, weg. Ihr wart falsch. Die kamen so nebeneinander. Du machst bitte Eisenplatten. Wasser kam von rechts. Metall kam von unten. So. Ja, es ist bei uns alles ein bisschen durcheinander, aber es ist schon okay. Bau nochmal einen Tank, bitte. Kann ruhig ein ganz billiger sein. Der soll jetzt nur dazu da sein, das Muster nach unten zu drehen, damit es hier auf gleicher Höhe ist. Genau. So. Eisen kommt. Wasser. Wasser hatten wir eben gerade noch. Hier haben wir Wasser. Ich hätte gerne ein super Rohr. Da. Von hier. Mal gucken, wie weit das kommt. Jetzt der Härtetest. Ja, kommt nur bis hier. Eventuell kommen hier noch welche hin. Das wäre ein bisschen problematisch, aber gucken wir mal. Geh erstmal hier und dann nach oben. Und daraus, dahin. Und das Wasser auf die andere Seite. Eigentlich müssten wir... Ja, wir müssen hier noch ein bisschen umbauen. So. Dann geht das hier einmal nach da. Da geht's unterirdisch. Kommt da raus. Und macht da einen Schwung. Nee, das sieht nicht so schön aus. Aber die beiden arbeiten schon mal. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wir setzen jetzt... Moment mal. War das da unten auch so? Ja, das Fließband war ein Abstand von dem Ding. Ja, okay. So, Ärmchen. Da, mach ruhig erstmal normale Ärmchen, das ist vollkommen egal. Wir brauchen Hauptsache hier, das Eisen wird verbaut. Und ich krieg's in mein Inventar. So. Da... Ärmchen. Eisen. Ja, sehr schön. Okay. Damit könnten wir jetzt schon anfangen, die Lebenslinie einmal umzudrehen, aber das wäre ein bisschen aufwendig. Ich nutze lieber die Zeit und baue die Dinger da, um dieses Fließband einfach länger zu machen, damit sich mehr staut. So. Du leerst dich langsam. Das ist gut. Wasser ist durchgehend genügend da. Gib mir mal die 200 Eisenplatten, die sie da gestaut haben. Boah, geht das ab. Das ist schön. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Also, Eisenproblem ist mal wieder gelöst. Mittelfristig. Aber das hier gefällt mir nicht. Weil eigentlich müsste ich wahrscheinlich hier nochmal zwei daneben liegen später. Wobei, die produzieren echt schnell. Ja, die Ärmchen kommen gar nicht hinterher mit dem Rauslegen. Das können wir aber ändern. Bau mal. Davon ein paar. So. Genau, und da das Ding jetzt durchgehend läuft und da die hier durchgehend laufen, können wir jetzt ja mal gucken, wie es mit der Schlacke aussieht. 1300, das ist gut. Als ich nämlich weggegangen bin das letzte Mal, war es bei 1400 rum.
Heißt, es wird weniger. Und wenn wir die jetzt alle noch mit Speed-Modulen versetzen, ist alles gut. Okay. Auch alle am Arbeiten? Ja, das Ranpumpen klappt irgendwie nicht. Und es irritiert mich auch tierisch, dass die Rohre hier nicht durchgehend voll sind, obwohl überall Pumpen sind. Was ist, wenn ich da jetzt ein MK2-Rohr hinmache? Dann ist es halt... Oder? Ich teste. Mach weg, mach weg. Weg, weg. Bau mal... Komm, gleich ein MK4-Rohr. Momentan ist das hier nur minimal gefüllt. Obwohl hier eine Pumpe ist, obwohl da eine Pumpe ist und so weiter. Das heißt, ich setze jetzt das MK4-Rohr dahin. Und das ist auch nicht viel besser gefüllt. 0,2, ja. Ich könnte hier so eine Pumpe ransetzen und das dann direkt da irgendwie ranwursteln. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Ich frage jetzt nur, ob da oder da. Mach das hier mal weg. Alles weg. Pumpe weg. Setz die Pumpe bitte direkt da dran. Und mach das dann so. Ja, jetzt ist das Ding hier durchgehend voll. Ansatzweise zumindest. Noch mehr Pumpen bitte. So. 1,1. So, jetzt haben wir auch das... Jetzt macht es auch Sinn, hier raus höhere Rohre zu machen. Vierer ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Oh, das geht sehr schön runter. Gut, 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 gut. Und da kommt hier gleich die nächste Pumpe hin. So. Und die haben ja alle schon Pumpen. Genau. Und das Ding ist gleich leer. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, ein Angriff, der auch mal die Mauern angreift. Gleich runter. Wir hatten eben gerade noch 28 Leichen im Inventar. Wenn ich jetzt gleich vor die Mauer gehe... Also wenn ich ankomme, ist bestimmt schon alles wieder vorbei. Wenn ich vor die Mauer gehe... Sollten da wenigstens jetzt ein paar Leichen liegen. Und ich achte schon extra darauf, dass ich überall durchlaufen kann. Und trotzdem bleibe ich andauernd noch wo hängen. Das ist doof. So, da zwei Leichen. So, zwei kleine Leichen. Ah, das ist echt mau. Dafür, dass sie jetzt schon seit Stunden an unseren Abgasen schnüffeln. Immer noch 28. Ich spamme die ganze Zeit mittlere Maustaste. Ist bei mir aufnehmen. Komisch. Sehr komisch. Ist auch kein Mausover da. Oh, die haben keine Leichen. Dann waren das vielleicht die Hunde oder was. Ich weiß nicht, ob die einen Körper haben. Also, wenn man sie tötet, dass ein Körper da bleibt. Na gut, was machen wir jetzt noch? Wir sollten dafür sorgen, dass das Eisen jetzt auch dahin kommt, wo es hin soll. Das heißt, wir werden jetzt die komplette Linie oben einmal umdrehen müssen. Das wird problematisch. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal die ganzen Fließbänder. Von da hinten. Dann gucken wir mal. Also problematisch wird das gar nicht, denke ich. Da. Gib, 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 gib. Du kriegst mal hier ein paar Eisenplatten. Du kriegst mal ein paar Eisenplatten. Wir haben es ja wieder, ne? Das ist echt immer so. Wir haben tierisch viel Eisen. Das Eisen ist alle. Wir haben tierisch viel Eisen. Das Eisen ist alle. Ich hoffe, das hält sich jetzt mal eine Weile. So. Ja, du machst jetzt hier einen Knick. Gehst auf die Höhe? Ja. Die Höhe. So. Das mit den unterirdischen Dingern wird ein bisschen lästig werden. Die müssen... ja, sehr lästig werden.
runter. Hoch, runter. Was zur Hölle? Achso, jetzt müssen wir den umgekehrten. Nee, kann ich den drehen? Ja. Yeah. So? Ja, so. Die müssen wir alle so drehen mit Doppel-R. Oh, kann ich die unter... Ey, ich kann die auch umdrehen, die unterirdischen. Das ist ja mal praktisch.